Ich wollte erst in dem Bett pennen, aber dann dachte ich so, da siehst du mich ja und da habe ich das so oft. Ihr seid so elend. Ich habe damit nichts zu tun, ich find's nur lustig, ja. Ja, du machst dich selber kaputt mit deinem blöden Löwenkostüm. Das Löwenkostüm ist das epischste Kostüm der Welt, ja. Deswegen bin ich gerade so ruhig geblieben. Als ich bin ja auch die Legende, ja, deswegen. Benni, deswegen bin ich gerade so ruhig geblieben, als du gesagt hast, ich will nur bei ihr landen. Dann dachte ich mir so, mal warten, bis es ins Bett geht. So, ich werde hier gemobbt, auf eine ganz fiese und tragische Weise. Du wirst nicht gemobbt, das nennt sich necken und was sich neckt, das liebt sich, ja. Vor allen Dingen ist er erst ein Uhr zur Tür gelaufen, hat sich dann anders entschieden, ist immer zurück zur Küste. Das ist dann so geil. Man kann auch alles so deklarieren, dass es irgendwie freundlich klingt, ja. Ja, was ich neckt, das liebt sich, klingt doch freundlich, oder? Total. Ich glaube, ich gehe ein bisschen Käse verschenken. Schulz. Ja, der kam von tief, wie bei mir vorhin. Von tief. So eklig. Aus dem Herzen. Wir sind einfach nur Kerler, die sind einfach so. Das stimmt überhaupt nicht, ich kenne auch Frauen, die so sind. Okay, aber alle Kerler sind so und manche Frauen. Das stimmt nicht, ich kenne Kerle, die sind nicht so. Du hast noch nicht das wahre Gesicht von denen gesehen. Zumindest nicht in meiner Gegenwart, ja. Ja, die wollen ja noch was von dir. Lumi. Jeder Kerl, der sich irgendwie anständig benimmt, doch, will was doch, von mir. Doch, doch. Menschen und Menschinnen. Ja. Denk dran, heute ist Robins, nee, Leas Geburtstag. Die mit dem Flechtezopf. Was mag denn die Lea, weißt du es noch? Keine Ahnung, ich schenke jetzt Käse. Ich schenke sogar so Goldkäse. Also muss ich der auch nicht schenken. Mama, die ist doch Künstlerin, die mag doch bestimmt irgendwas mit Schokolade. Warum will ich denn den Goldkäse verschenken? Der wird verkauft, ich Trottel. Ich werde den guten Käse nicht verschenken. Ist doch vollkommen egal den Leuten hier im Dorf, ob die guten oder schlechten Käse von mir kriegen. Schenk doch schönen verdorbenen Käse. Nom nom nom. Der Käse verdirbt ja nicht hier in dem Spiel, ja. Das ist ja, der wird nur reifer. Das denkst du. Das ist wie bei Frauen, die werden auch nur reifer. Die verderben ja auch nicht. Das sagt man über Männer. Wie sagt man? Frauen sind wie Trauben, sie werden alt und schrumpelig und Männer sind wie Wein, sie reifen nur. Oder so. Hat meine Mutter mal gesagt, die süßesten Früchte sind die, die ein kleines bisschen verdorben sind. Hat meine Mutter mal gesagt. Und tatsächlich nicht nur auf Früchte bezogen in dem Fall. Deine Mutter hatte viel Spaß in dem Leben, da bin ich überzeugt von. Tatsächlich nicht, weil sie hat mit 19 meinen Papa geheiratet. Oh Gott, wie ätzend ist das denn? Ich habe sehr großes Mitleid. Dein Vater war von Anfang an ein Naturtalent. Bis jetzt sind die noch ziemlich zufrieden, glaube ich, miteinander. Wir haben viel miteinander ausprobiert, soweit ich weiß. Na gut, die wissen ja auch nicht, dass das Besseres gibt. Oh, jetzt wirst du aber fies. Warum haben wir eigentlich 19 goldene Melonen? Weil du die alle zur Marmelade verarbeiten wolltest. Aber warum denn die goldenen? Das ist das erste Mal heute, dass ich Musik habe im Spiel. Bei mir schon eine ganze Weile Musik. Aber warum läuft denn jetzt meine Nase? Ich habe heute noch einen anderen Stream geschrieben, ja, ich bin hier voll gesund und ich habe keine laufende Nase. Jetzt sitze ich hier und meine Nase läuft die ganze Zeit. Tja, das kommt daher, dass du bösartig bist. Dabei war ich heute sogar wieder in der Sauna. Das ist eigentlich wirklich dass du in der Sauna warst. Hm? Sauna macht bestimmt krank, wenn du da zu warm rausgehst. Ich mache ja die Eisdusche danach, ja. Hallo Lea, du bist doch hoffentlich Lea, oder? Dass ich jetzt der falschen den Diamanten schenke. Du schenkst mir halt einen Käse und von mir kriegst du einfach mal so einen Diamanten, weißt du? Ich finde der den Käse, der kommt mehr von Herzen, ja, der ist selbst gemacht, der Diamant ist bloß gefunden. Sie liebt es. Aber es ist nicht das, was sie wirklich liebt, verdammt. Ist bestimmt Käse, was sie wirklich liebt. Na, hat sie dir ein Liebesherzchen geschenkt? Liebt sie Käse? Ich war noch nicht da, weil ich habe ja den Goldkäse zurückgebracht zum Verkaufen. So, von mir kriegen jetzt noch alle möglichen Leute Milch. Warum denn Milch? Aus Milch macht doch aus Milch Käse und verschenkt den Käse, ist besser. Jo, die mag Milch. Der ich gerade Milch geschenkt habe. Oh, da haben wir noch eine Schneesüßkartoffel gefunden. Sehr schön. Hallo, magst du auch Milch? Oh. Sind das alles kleine Kinder oder was, wenn du Milch schenkst? Nein. Moment mal, hier ist doch gerade jemand rumgelaufen von euch. Felix, oder? Olsen, hallihallo! Die Erkältung wächst mir schon über den Kopf, ich soll mal zum Arzt gehen. Nee, die wächst mir nicht über den Kopf, mir wächst ein Fell für den Winter, ja, das ist mein Winterfell. Damit mir schön warm ist. Ah, da ist doch Lea. Hier, hallo. Du magst auch ein Glas Milch. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Siehst du, bei mir hat sie gesagt, ich liebe es.
Ich liebe es. Und ja, ich kann die Melodie von dem McDonald's-Werbesong nicht. Das ist ja gut, dass du sie nicht kannst. Dann hör auf, Schleichwerbung dafür zu machen, ey. Wie geht's dir, Olsen? Was hast du die Woche getrieben, in der ich kaum online war? Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, ganz viel Destiny und Witcher gespielt. Schenk dem jeden Tag sein Lieblingsgeschenk und er sagt, ich habe dir nicht so viel zu sagen, ich kenne dich kaum. Danke dir, das sieht speziell aus. Leute, das sieht speziell aus, ist ja aber auch... Ich nehm's zwar an, aber lass mich eigentlich in Ruhe damit. Das hat die Abigail gerade auch zu meiner Milch gesagt. Fand's irgendwie nicht so cool, keine Ahnung. Aber es ist Milch, verdammt, Milch ist gesund. Aber ich hab der Dame im Anhänger habe ich Käse geschenkt, das wird ja wohl okay sein. Genau, Witcher 3 die Woche ausschließlich, genau. Den habe ich gesehen. Das mag bestimmt mit Milch. Den habe ich gesehen, lieber Olsen, aber da habe ich nicht eingeschaltet, weil mir tatsächlich Witcher 3 eventuell noch selber spielen will und da nicht so genau weiß, ob ich da nicht für mich vielleicht spoilere. Wobei Witcher 3 so ungefähr 2 Jahre in meinem Besitz ist und ich habe es immer noch nicht gespielt. Ja, ich habe es mittendrin abgebrochen, weil ich ja die Bücher lesen wollte, um mir die Bücher nicht durch das Spiel zu spoilern, den ersten und den zweiten Teil, aber ich komme weiter. Ich habe gerade nochmal geguckt, ne? Das Galaxieschwert hat einen Angriff von 60 bis 80 und mein Schwert hat bloß 45. Und wo kriegt man das Galaxieschwert her? Wenn er ja, dieses blöde Ding abgibt, was er nicht machen soll. Das könnte ich dir zeigen, dann würde ich noch nicht mal spoilern. Dann hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Es ist so kalt, ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse Kakao, die ich mit jemandem teilen könnte. Ah, ich soll dir also Kakao schenken? Ich brauche jetzt erstmal 25.000 für das Lava-Katana. Ich bring's zum Museum, da seid ihr. Ja. Moment, Lava-Katana? Ja, damit ich wieder ein Schwert hab. Ich hab das Stahlfaltschirm, ich hab Stufe 14. Was willst du dir für ein Ding kaufen für 25.000? Das Beste, was es gibt. Nur das Beste. Wow. Weißt du, ich renne hier 3 Monate lang ohne rum, weil ich dir meins gegeben hab und du kaufst dir direkt das Beste. Mine, verdammt. Außerdem konnte ich ja nicht ahnen, dass ich in der Mine gar nichts mehr finde. Ich war doch in der Mine. Ich hab dir meins, was ich aus der Mine bekomme, mein Bestes gegeben. Und du hast es wieder verloren gehabt. Also tatsächlich, ne, hab ich verpasst, naja. Galaxieschwert, das hat einen Buchwert von 50.000, also das Beste ist es noch nicht immer. Es gibt nur noch Besseres, es gibt noch den Weltallhammer und das Weltallschwert. Also das Beste vom Besten ist es noch nicht immer. Lumi hat gelogen. Ja, gar nicht. Du hast das ist aber eher noch ein... Entschuldigung, Olsen schreibt mir gerade, dass Witcher 3 so riesig ist, dass man mit den DLCs locker 150 bis 200 Stunden Zeit hat, aber das ist eher ein Grund, das nicht zu spielen, weil so viel Zeit habe ich aktuell nicht. Du kannst ja Zeit lassen. Die Zeit läuft ja nicht ab, wenn du nicht da bist. Nee, ich habe das Problem mit Story-Spielen, dass ich die eigentlich liebsten schnell am Stück durchspiele. Also sag mal, so ein Story-Spiel um die 30 Stunden ist für mich da ideal. Wenn das länger wird, habe ich irgendwann das Problem, dass ich das aus den Augen verliere, weil ich irgendwie Lust auf was anderes habe und dann wieder nicht mehr weiß, wo die was ich bei der Story war. Aber du hast beim Witcher halt den Vorteil, dass du kannst ja die Nebenquests und den Scheiß weglassen. Ja, aber dann bist du doch underleveled, oder nicht? Nö. Nicht? Nee. Okay, hier ziehe ich nur Müll raus. Was ist denn das für ein blöder Angelbereich? Wo war denn der andere Angelbereich? Ist das der hier? Ich glaube, das ist der hier. Ich habe aber auch schon Schwerter und kam unten gefunden, wo wir schon die Mine fertig hatten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Keine Ahnung, hast du den Kram geangelt oder was? Nee. Hat eigentlich irgendjemand noch mal ein bisschen Holz gehackt? Sollten wir. Ich habe mir übrigens letztens einen Xbox Wireless Controller geholt, ne? Xbox One oder Xbox 360? Xbox One. Und hast du den jetzt verbunden? Du brauchst ja noch einen Adapter dafür, oder? Wireless. Ja, das heißt aber, du brauchst ja irgendeinen Adapter dafür, wenn du den Wireless hast. Ja, Wireless Adapter. Also mit Adapter. Aber das Tolle ist, der hat ab und zu Verbindungsabbrüche. Wisst ihr, ich habe einen Xbox One Controller und habe den einfach per Micro-USB angesteckt und habe nie ein Problem. Ich habe einen Wireless 360er und der hat auch nie ein Problem. Aber bei dem musst du doch einen Adapter haben oder du hast das Ding mit Kabel extra. Ja, einen Adapter habe ich auch. Felix ist ja auch ein 360, theoretisch, mit Adapter. Ja, das funktioniert. Aber der Xbox One ist natürlich noch mal einen Ticken besser, muss ich sagen. Wenn du den mal dich dran gewöhnt hast, gerade bei Autorennen und so, ist der schon noch ein Stück schöner. Ja, da vibrieren die Gas- und Bremspedale. Da vibriert alles, der ganze Körper. Naja, das Beste war, als die Verbindung abgebrochen war, hat der
Controller mindestens 10 Minuten vibriert, ja, und irgendwas. Kannst du dir mal anal einführen und gucken, ob er Spaß hat? Nee, so dehnbar bin ich nicht. Man kann bei Witcher immer nachgucken, was bisher geschah. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich bei anderen Spielen, hier bei, zum Beispiel bei Divinity Original Sin 2, das Problem ist, dass ich irgendwann aufgehört habe und dann nicht wieder da anfangen wollte, wo ich keine Ahnung mehr habe, wo ich war. Ich hatte tatsächlich die tolle Idee, zu meiner Freundin zu gehen, die ja noch geschlafen hat. Ich hab's dann gelassen. Hä? Mann, ach so. So nachts wollte ich den Controller nicht haben. Alter! Deine arme Freundin, ey, was du hier von Scheiß erzählst. Ja. Warum? Kennt ihr? Bin hungrig Mann. Und einfach nur chillen. Ja, alles gut, Osen. Freut mich trotzdem, dass du eingeschaltet hast. Du kannst ja ansonsten einfach weiter mit uns chillen, während wir hier. Wenn wir hier Bullshit labern. Bei den Themen kann niemand chillen, geschweige denn essen. Also ich kann dabei chillen, ja. Ich kann dabei ganz viel chillen. Ich kann zum Beispiel sagen, Nvidia ist die beste Grafikkartentasche der Welt. Ist er ja wo. Siehst du, habe ich geschillt. Ist jetzt neuerdings von Nvidia gesponsert? Nee, aber im Englischen heißt sozusagen chillen, Werbung machen. Oh. Wieder was gelernt. Irgendwie so ein ähnlicher Vokabel ist das. Chilling ist sozusagen, wenn du jemanden, wenn du irgendwie Werbung für irgendwas machst. Und Billing ist dann dafür bezahlt. Ja, die Quests werden mitgelockt. Das ist mir schon klar, das ist ja bei allen größeren Rollenspielen so, dass die Quests mitgelockt werden, aber ich weiß nicht. Ich finde das trotzdem besser, wenn ich irgendwie in der Geschichte direkt drin bin und nicht dann erstmal, wenn ich wieder anfange, mir eine halbe Stunde Texte durchlesen muss, was eigentlich gerade los ist. Für mich ist das praktisch, wenn ich jetzt mal wieder einsteige. Ich habe ja das Ganze als Let's Play gemacht. Und ich müsste schon mit dem Spielstand fortfahren, irgendwie, den ich jetzt gespielt habe. Was? Wieso das denn? Verstehe ich gar nicht. Naja, ist irgendwie blöd, als Let's Player alle 2 Jahre mal das Spiel neu von vorne anzufangen und es nicht zu Ende zu bringen. Kann nichts dafür, dass du das Spiel nicht zu Ende spielst. Das liegt ja an dir. Du hast auch Far Cry 5 nicht zu Ende gespielt. Far Cry 5 läuft noch, das habe ich nicht abgebrochen. Witcher gehört zu den momentan vereisten Projekten. Ja, aber Far Cry 5 kommt irgendwie auch nur einmal im Monat, wenn dann. Ja, jetzt ist ja mein Problem, dass mein PC jetzt mittlerweile am Schreibtisch steht und ich finde es unbequem, am Schreibtisch zu zocken. Also müsste ich ihn für Far Cry wieder umstellen und. Oder du streamst es halt auch Far Cry und lädst es dann hoch. Ich mag Far Cry nicht streamen. Warum? Hallo Xeli! Xeli ist. Ich mag nicht alles streamen. Xeli ist übrigens der eine, der immer bei mir einschaltet. Bei jedem Stream, wenn er mich sieht, schaltet er immer ein. Gucken, was ein anderer von mir hat jetzt von einem Zuschauer einen PC geschenkt bekommen, von dem ich mitnehmen konnte. Ja, richtig geil. Nee, der Leo hat nachts immer Dota gezockt, also parallel zu mir eigentlich, und daher kenne ich den auch. Ich habe den immer rübergehostet zu ihm und so. Mhm. Und der war eigentlich auch ein ganz kleiner Streamer, bis er halt irgendwie so einen Raid bekommen hat von irgendjemandem und auf einmal hatte er Zuschauer. Und dann lief das so einen Monat, eineinhalb Monate sowas und der streamt halt die ganze Nacht, ne? Der kann irgendwie nicht arbeiten, hat auch irgendeine Krankheit. Und dann jetzt gestern hat er mitten im Stream aufhören müssen, weil seine Grafikkarte für den Arsch gegangen ist. Oh krass. Und hat halt gesagt, ja, er kann jetzt nicht mehr streamen quasi. Und 3-4 Stunden später kriege ich von ihm eine Nachricht bei Steam, er hat jetzt von einem seiner Standardzuschauer einen ganzen PC geschenkt bekommen. Der hat ihn schon bestellt und der ist 3-mal so gut wie der, den er jetzt hat. Und er weiß überhaupt nicht, was er jetzt sagen soll, weil er total overwhelmed ist, weil er jetzt wieder streamen kann. Wäre ich aber auch overwhelmed, holy shit. Ja, er hat auch gemeint, er weiß gar nicht, was er sagt. Also er hat gemeint, er wusste gar nicht, ob er das jetzt annehmen kann und was weiß ich was. Und dann meinte er, ja, gib mir einfach deine Adresse, ich bestelle ihn auf deinen Namen und schicke ihn dir. Krass. Okay, ich werde es dann noch merken, also ich würde noch skeptisch sein, wenn mir jemand sagt, gib dir deine Adresse, ich bestell da was für dich. Ja, aber der ist halt immer, also der ist auch Mod bei ihm, der ist jetzt irgendwie seit 3 Monaten, hockt er halt auch regelmäßig, also seit er da jetzt bekannter geworden ist, seit 2 Monaten hockt er jeden Abend bei ihm im Stream rum, ne? Also. Ja, okay. Gut, wenn man sich schon eine Weile kennt, ist vielleicht was anderes. Ist halt trotzdem krass irgendwie. Also ja. Wohl so einen richtigen Gaming-PC jetzt. Also er hatte ja vorher eigentlich nicht, also schon einen PC, mit dem man streamen konnte, aber jetzt halt auch nicht das Nonplusultra. Bei Dota brauchst du ja auch nicht allzu viel, genauso wie bei League. Oh, du, bei Dota, meine Grafikkarte echt ganz schön. Ich habe keine Ahnung, was da so frisst. Genau, du kannst so, ja einfach mal die Details runterstellen und alles, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja, dann sieht es auch nicht mehr so hübsch aus. Was hat Benny gesagt so? Oh nee, Felix, da hat der Benny mir auch nach meinem Vorgaben so einen neuen Game. Ist übrigens 1,50 Euro, ne? Oh. Scheiße, ich bin immer eingeschlafen. Ich hab total Top-Mitspieler, die können halt richtig profihaft sich zum Schlafen legen. Mhm. Mitten in der Mine.
Wenn ich so mach es gut, ne? Hat mir der Benny einen neuen PC mit aufgebaut. Und was habe ich als erstes gespielt? Minecraft. Minecraft, ne? Und danach eure Truck Simulator. Die Spiele, die du auch auf dem alten Rechner schon vollkommen flüssig spielen konntest, die hast du als erstes gespielt, wo du einen richtig top Spiel-PC zusammengebaut hast. Eure Truck Simulator konnte ich zum ersten Mal auf Ultra spielen. Ja, aber die ist ja trotzdem flüssig gelaufen sonst, das meine ich. Ja. Das war lustig. Aber das hast du doch beim Gaming-Laptop auch gemacht. Du hattest auch erst so einen übelst alten Rechner und dann hast du meinen Gaming-Laptop genommen, den ich bei der Bundeswehr hatte, weil ich nicht mehr brauchte, weil ich nicht mehr bei der Bundeswehr war. Und dann hast du darauf auch nur Minecraft gespielt. Was, ich? Ja. Gib mir deinen Gaming-Laptop, meiner wurde geklaut. Ich hab nämlich der ist schon viele Jahre alt und glaube nicht mehr an irgendjemanden vorhanden. Ja, stimmt, ich habe einen Laptop. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte. Von dir? Ja, das war mein Bundeswehr-Laptop. Okay. Den habe ich mir bei der Bundeswehr geholt, um dort mich zu beschäftigen. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. War das jetzt morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund Shane? Ach so, das Scheiße. Festmahl beginnt um 9 Uhr. Oh, jetzt habe ich das vorgelesen. Auf dem Stadtplatz. Man sieht sich dort. Bürgermeister Louis. Ich weiß nicht mehr, wer mein geheimer Freund war. Ich habe es weggeklickt. Hätte eigentlich gerade stehen müssen. Ja, das ist ein, hast du nicht eine Quest Diamanten dafür? Nee, nee, fange nicht einen Tintenfisch. Hm. Dann nimm mal einfach einen Diamanten mit. Ja, irgendwas Hübsches, gell? Eben. Aber verdammt, mir hat er gerade sogar gesagt, was Shane mag. Pizza, ne? Hm. Wo kriege ich denn eine Pizza her? Die Paprika-Poppers. Und Paprika, kann ich die kaufen Paprika? Einfach? Die kannst du machen mit Paprika und Käse. Warum haben die noch keinen Kalender? Weil wir das Rezept haben. Ja, noch keinen geholt haben. Unbedingt holen. Oder hat den schon jemand jetzt? Haben wir, glaube ich, nicht geholt. Den werd ich das nächste Mal dann gleich holen. Nein, erst brauche ich ein Schwert. Oh. Muss ich ja zu Peperoni nehmen oder Paprika? Peperoni, Entschuldigung. Peperoni und Käse. Okay. Machen die Paprika-Popper. Lumi. Wenn du das Rezept hast. Lumi. Ja. Der Kalender kostet 2000. Ja und? Ich brauche 25.000, Entschuldigung. Naja, du kannst einfach mein Schwert nehmen und ich nehme die prismatische Scheibe. Nein. Doch. Ich hoffe gar nicht, dass du die prismatische Scheibe abgibst. Ich habe es letztens nicht geschafft. Ich fahre jetzt in die Wüste. So, achso, Käse brauche ich noch. Lumi, hast du dich um Tiere gekümmert? Bin schon dabei. Aber Mayonnaise und so machst du nicht, oder was? Doch. Ich höre immer eine Ladung rein, wenn ich vorbeigehe. Müsste jeden Tag eine neue Mayonnaise und einen neuen Käse geben. Aber das kannst du mehr als einmal pro Tag machen, theoretisch. Jetzt haben wir natürlich nur noch so Käse. So Käse habe ich mir jetzt geholt. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich hänge den Kalender bei. Soll ich den bei Lumi reinhängen? Ich kann keine Paprika-Popper. Kannst du? Warte, ich guck mal. Oder zumindest. Ich bin ja mit Shane befreundet. Vielleicht hat er mir das Rezept mal gegeben. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Paprika-Popper. Ich glaube, er hat mir mal welche geschickt. Ich habe, glaube ich, keine hier. Maki, Forellen, Brot kann ich machen. Glasierte Süßkartoffeln. Aha. Gebratener Tintenfisch kann ich auch machen. Pastinakensuppe. Kaffee leider nein. Überbackene Blumenkohl. Relativ feste Gruppe gerade. Ei. Spiegelei. Relativ fest ist ja auch nett ausgedrückt. Also eigentlich sind wir fest. Wir sind fest zusammen. Tut mir uns leid. Wegen Mitspielen wurde gerade gefragt. Hab mir schon fast gedacht. Paprika-Popper, ich kann. Ich habe hier Peperoni und Käse schon geholt. Ich würde den einfach jetzt irgendwie. Moment, komm mal her. Nee, nicht essen. Ja. Holst du kein Schwert für 25.000? Du verlierst es sowieso wieder. Du kannst dir irgendwas niedrigeres holen. So. Klappe auf den ruhigen Plätzen. Aber er sagt die Wahrheit. Es ist mir jetzt zweimal passiert und wir spielen schon ein Jahr. Weißt du, wie oft du schon tot bist und davon hast du nur zum Zufall zweimal nur das Schwert verloren. Das ist der Punkt. Ich krieg jetzt gleich keinen Paprika-Popper von mir. Jetzt bleib mal stehen, Aber bitte nicht essen, ja? Sondern wirklich mir geben. Ich mach den Kalender jetzt in dem Haus rein, wo er am wenigsten an der Wand hängt. Also gehst du in jedes Haus und guckst, wo was an der Wand hängt? Wo man am besten rankommt. Ich nehme hier einfach das Enum weg. Nimmst du das Enum weg? Ich wollte gerade eine Bombe in Lumis Haus setzen, läuft.
Läuft bei mir. Aber übrigens, Lumi, hast du es heute mitgekriegt, wo ich League of Legends gespielt habe und meine Mitspieler leider alle komplett kacke waren? Das ist wahrscheinlich keine Seltenheit. Nee, ist es auch nicht, aber es war trotzdem anstrengend. In Lumis Haus hängt jetzt ein Kalender, da braucht man ihn jedes Mal zur Dorfmitte latschen. Und also natürlich, Xeli und Equi, ihr wart nicht kacke, aber die Randoms waren immer kacke. Ich muss mal kurz hier mich revidieren, weil ich hatte auch ein paar Zuschauer, die mitgespielt haben. Ja, das ist schon geil, ne? Was spielt, da lässt das du in anderen Spielen, dass du vielleicht schon volle Kanne über deine Zuschauer. So meinte ich das nicht. Die zufälligen. Wir mal da zuschauen, weil heute weiterhin. Glaubt der Lumi kein Wort? Die ist eine notorische Lügnerin, ja? Motorische Lügnerin? Notorisch. Motorisch. Ich fahre dir auch gleich an die Wand. Motorisch. Schön. Grobmotorische Lügnerin, das würde vielleicht hinkommen. Motorisch. Verzeih es mir, danke. Das ist der Xeli, verzeiht mir. Weil er weiß, dass es so nicht gemeint war. Du musst ja dir auch nichts verzeihen, wenn er weiß, dass es so nicht gemeint war. Benni, steht eine Katze neben mir, du bist doch auch ein Raubtier. Miau! Miau! Ich bin der König der Katzen, ja? Eben. Benni ist König der Katzen, ne? Du musst hier. Der Unterdan sein. Der Unterdan! Das klingt mir dann vorher tatsächlich noch niedlich, das Sächsisch. Finde ich zumindest. Bei Frauen klingt es niedlich, bei Männern klingt es furchtbar. Nee, es gibt auch Frauen, wo das furchtbar klingt. Wie finde ich denn jetzt raus, wer mein heimlicher Typ wieder ist morgen? Weiß ich nicht. Eigentlich gar nicht, oder? Du guckst. Bin ich langsam. Mal gucken in meinen Stream. Im laufenden Stream nicht zurückspulen? Doch, kann man. Ich guck mal nach. Kann man, aber dann muss sie ja halt jetzt ihren eigenen Stream angucken. Ja, ich muss ja nicht mit Ton machen. Aber du bist dann trotzdem quasi AFK in deinem Stream, ist ja voll doof. Ich bin jetzt 2 Sekunden AFK und guck mir meinen eigenen Stream an. Die 2 Sekunden sind schon rum, ja. Wie viele Zuschauer hast du? Null. Ne, dann stürzt er. Ich habe genau einen, wobei ich nicht weiß, ob der überhaupt noch da ist. Hallo, bist du da? Du da im Radio. Du da. Du da, du da. Huch. Dass die Slime dann immer so. Dass du dich daran noch erinnern kannst, wenn. Woran? Ja, du da im Radio, das ist von Rolf Zuckowski. Ja, aber das ist doch ein übles Ohrwurmlied. Ich hatte heute, ohne das Lied gehört zu haben, heute früh, wo ich zum Fitnessstudio gefahren bin, die ganze Zeit im Ohr Angela, Angela, nur dieses blöde Angela, die ganze Zeit im Ohr. Das war schlimm. Uns hat einer geschrieben, Nennen, das sind doch alles bürgerliche Kategorien. Und da ist mir sofort das Känguru-Chroniken wieder eingefallen. Da habe ich dann zurückgeschrieben, ich so, es gibt so eine und solche, und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. So, Moment. Stimmt tatsächlich, das Sächsisch wandelt sich extrem, aber jemand, der nicht aus Sachsen kommt, hört, glaube ich, hier Unterschiede, also kann die Unterschiede nicht zuordnen im Sächsisch. Nee, wenn du in Dresden groß geworden bist, weißt du zum Beispiel, dass Leipziger Sächsisch noch deutlich schlimmer klingt. Demetrius war mein geheimer Freund. Was mag denn der Demetrius am liebsten? Ach, das ist der Magier, ne? Keine Ahnung, du. Oder war Demetrius nicht der Typ von der Robin? Ich dachte, das wäre der Magier, Demetrius. Warte, aber stimmt, das könnte der Schwarze von Robin sein. Stimmt, das könnte auch schon. Demetrius sein. Der Dunkelhäutige. Nein, du guckst nicht nach. Ich will da selbst von drauf kommen. Was mag der denn? Ich will da selbst drauf kommen. Was mag der denn? Vielleicht Mager Dickmanns? Die heißt ja nicht ohne Grund Negerkuss. Alter, wird's hier noch rassistisch. Also wenn wir irgendwo Erdbeeren haben, milchfreies Eis oder Bohneneintopf, dann machst du ihm eine große Freude. Ich habe bloß eingelegte Bohnen, glaube ich. Erdbeeren haben wir bestimmt, oder? Ein violetter Pilz bringt's auch. Einen violetten Pilz? Ja. Schenk ihm einfach einen Pilz beim Wichteln. Geil. Nicht mehr irgendwie zubereitet oder so, einfach einen Pilz. Einen violetten Pilz, Benni. Geht's sicher? Ja, Mark stand da. Ich habe das Wiki immer. Aber lieben mag er jetzt nur den Scheiß, den ich habe. Was mag Bohneneintopf? Bohneneintopf, Milchreis, Eis. Milchreis könnte ich aber herstellen, wenn wir auch Reis hätten. Hast du das Rezept für Milchreis? Glaub schon. Weil dann kaufe ich nämlich einen Reis. Ja, ich lager mich jetzt mal nicht drauf fest. Ich bin nämlich gerade nicht in der Nähe. Es ist eh zu spät. Ich wollte gerade sagen, Laden ist eh schon lange zu. Von daher, Milchreis hat sich. Nimm violetten Pilz, da dürften wir was da haben. Alle wollen sie hier die violetten Pilze haben. Ich will ihm schon was Schönes schenken. Oh, lass uns fliegen. Das ist immerhin der Vater von meinem zukünftigen Schatz. Du, das nimm ist doch direkt ihn. Ort,
Auf Sächsisch aus Meer. Am besten ist immer noch erzgebirgisch, aber erzgebirgisch ist kein Sächsisch, ja? Also erzgebirgisch ist was ganz anderes. Also erzgebirgisch ist wirklich eine andere Sprache. Wenn du Weihnachtslieder auf erzgebirgisch anhörst, an denjenigen, der jetzt bestimmt im Stream gerade zuhört, das ist eine völlig andere Sprache. Das ist zwar sehr lustig, auch für uns Sachsen, aber das ist eine völlig andere Religion. Also erzgebirgisch verhält sich zu Sächsisch wie bayerisch zu Deutsch. Mhm. Schon allein das. Ich habe keinen Bohneneintopf. Nee, wir haben nur eingelegte Bohnen, habe ich ja gesagt. Mein Gott. Marke, Vorsicht. Was? Nein. Tim, kommst du aus dem Erzgebirge? Du bist Erzgebirger. Oh. Zu spät. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht klingt. Ich habe nur gesagt, dass es eine andere Sprache ist. Ja, also wir haben nur gesagt, dass das komplett anders klingt. Ich wollte nur darstellen, dass es was Besonderes ist. Besonders schlimm. Was? Nein, nicht besonders schlimm. Besonders das wird ja immer besser. Jetzt hat mich die Freundin von meinem Bruder zu Silvester eingeladen. Es kommt mein Bruder und seine Freundin, es kommt ein befreundetes Pärchen und es kommen zwei befreundete Pärchen von meinem Bruder. Regel Nummer 1. Was zum Henker soll ich da? Regel Nummer 1, sei nie der Gastgeber. Regel Nummer 1, feier nicht mit 8 Leuten, die jeweils in einer Paarbeziehung sind, Silvester. Also, ich war mit Benny schon auf einer Studentenfeier. Wir sind da in das Dorf da reingefahren. Da war erstmal fiesster Nebel und dann waren dann halt fast nur Studenten und Paare. Also. Das waren meine Kommilitonen, aber ja. Ja, eben. Gegen Studenten sage ich ja gar nichts. Ich sage was dagegen, dass ich mit 4 Pärchen Silvester feiern soll. Da waren aber gar nicht nur Pärchen, Felix. Da waren nur die Frauen, die du interessant fandest, waren halt komplett vergeben. Ja, das ist was anderes. Ich meine, das Ganze im ersten Gang, dann spielt man Tabu zusammen und dann stehst du dann da und hast keinen Partner. Also sorry. Deswegen bei Tabu einfach nicht die Pärchen zusammen spielen lassen. Fertig. Außer machst du bei Tabu 2 Teams. Ja, das ist ekelhaft. Was du bei Tabu? Du machst doch bei Tabu 2 Teams, da ist doch gar nicht mit, du brauchst einen Partner. Oh, noch mal Tabu an Silvester spielen, wie alt bin ich denn? 40? Wisst ihr was? Ich dachte 14. Wisst ihr, was am schönsten ist? Bei uns ist momentan wenig los. Das heißt, wir haben Betriebsruhe und ich gehe vom 22. zum 23. und vom 23. zum 24. also Nachtschicht arbeiten. Meine Arbeit besteht darin, innerhalb von 12 Stunden 3 Touren durch die Fab zu machen und ansonsten sitze ich nur rum und schlag die Zeit tot. Klingt schön. Spannend, ich würde mir ein Buch mitnehmen und ganz viele Bücher lesen. Ja, ich nehme mir wahrscheinlich, werde ich mir noch Känguru-Offenbarung oder so kaufen und dann hören. Ich hätte noch ein paar Bücher, die ich dir geben könnte, wenn du Bock hast. Nee, lesen, das ist viel zu viel Anstrengung. Und in Nachricht, hast du hast sogar gesagt, du willst die Känguru-Offenbarung mitnehmen. Ja, Audible. Ach, Audible. Audible. Dort höre ich gerade die Game of Thrones Bücher durch. Ich bin, glaube ich, inzwischen Buch 17 angekommen. Okay, ich habe vor kurzem meiner Mutter mal Audible vorführen dürfen, weil die ganz interessiert dran war. Und? Hat sie es weiter benutzt oder war es das dann? Ne, was heißt weiter benutzt? Ich habe mal 10 Minuten von Känguru Manifest vorgespielt. Und die so, ja, ne, das ist nicht nur meins. Ja, das liegt aber eher am Buch ja wahrscheinlich. Ja, ich habe dann immer so gesagt, kannst du aus Stephen King kaufen und das anhören. Du musst ja gar nicht kaufen, wenn du das Abo hast. Also ja, zumindest nicht direkt. Ja, das heißt ja auch 10 Euro. Dann kriegst du ein Guthaben pro Monat. Ja, das Kuriose ist, ich habe mal so ein 3 Monate Probeabo gemacht über Amazon Prime und seitdem hat mich Audible noch nie gefragt, ob ich was bezahlen, also noch nie was abgebucht und ich krieg's immer noch und ich weiß nicht warum. Dann hast du einfach Schwein, weil du durchs System gerutscht bist. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass ich durchs System gerutscht bin. Du hast laut gesagt, du bist bei Twitch, jetzt wissen sie es. Ja, jetzt haben sie hier Stimmenerkennung durchs System gerutscht. Moment, 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 wir müssen hier was korrigieren. Benny, Achtung. Zeit. Ich bin nicht derjenige, der mal einpennt außerhalb des Hauses. Er hat schon wieder die Öfen geleert, aber nicht nachgelegt. Der Kapitän war zur Stelle. Ich glaube, ich esse jetzt eine Ahoi-Brause. Dummi. Ab ins Bett. Hier, die gute alte Ahoi-Brause. Ich bin schon im Bett. Ach so, cool. Ich warte auf euch. Ja, Felix, du bist der Letzte, der noch nicht schläft. Die Letzte? Aha, ich bin also noch. Du bist das Letzte, was noch nicht schläft. Das Letzte, das allerletzte. Führer, die bezeichnen mich ja als das Letzte. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass die Freundin von meinem Bruder mich so verzweifelt versucht, überall zu involvieren, weil ich so der einsame, alleinige Single bin, der die ganze Zeit daheim hockt.